Meine Damen und Herren, wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 3, Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Wenn wir eine Aktuelle Stunde haben, gibt es nur eine Runde und mit der starten wir jetzt. Es beginnt heute die SPD und damit Herr Blüme. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Frage bezieht sich auf die Nutzung des Schulstandortes Boxberger Straße ab August 2016. Der Standort war in den letzten Wochen in der Diskussion. Er wird genutzt aktuell als Standort für die Unterbringung von Flüchtlingen. Unsere Frage ist erstens, wie und mit welcher Sicherheit kann der Standort Boxberger Straße für die schulische Nutzung ab dem Schuljahr 2016/17 gewährleistet werden? Vielen Dank für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Dr. Lahmes. Ja, sehr geehrter Herr Blümel, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Die Nutzung des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft hat zu einer baurechtlichen Nutzungsänderung geführt. Das führt dazu, dass der Bestandsschutz der ursprünglich bestehenden Genehmigung zur Schulnutzung entfallen ist. Das heißt also, dass eine erneute Schulnutzung des Gebäudes nur dann aufgenommen werden kann, wenn eine neue Bau- und damit Nutzungsgenehmigung erreicht wird. Das wiederum setzt einen baurechtlich einwandfreien Zustand voraus, der nach heutigen Maßstäben dargestellt werden muss. Das bedeutet Investitionen von etwa 6 bis 8 Millionen Euro, so die ersten Schätzungen, und ein Projektlaufzeit von 3 Jahren. Das heißt also eine Nutzung des Objektes ab dem nächsten Schuljahr kommt aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Eine Nachfrage. Welche Planungen bestehen für die Nutzung des Gebäudes dann ab dem Herbst 2016? Ja, dementsprechend bestehen keine Planungen mehr. Dass die Planungen, die bestanden haben, waren zum einen der Gründungsstandort für das Gymnasium Prolis. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da andere Lösungen für finden, weil es ja da auch eine relativ geringe Raumkapazität nur benötigt, um dieses Gymnasium zunächst in die Gründung zu bringen. Der zweite und schwierigere Punkt ist der Ausfall des Bauauslagerungsstandortes an dieser Stelle. Da sind wir jetzt in der Prüfung, in der Arbeit für das Schulsanierungsprogramm, dessen Dringlichkeit nach wie vor fortbesteht, andere Lösungen zu entwickeln, was freilich nicht leicht fällt. Danke. Nächste fragende Fraktion ist FDP Freibürger, Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Frage bezieht sich auf die Drogenkriminalität am Wiener Platz. Wie man ja aus den Medien, aus Presserundfunk mitbekommt, gibt es dort massive Beschwerden der Gewerbetreibenden, Belästigung von Angestellten, Beschwerden von Touristen, Leuten, die dort die Geschäfte besuchen. Es gab in den letzten 2 Jahren über 30 Razzien durch die Dresdner Polizei. Die Gewerbetreibenden sahen sich jetzt sogar genötigt, dort einen eigenen privaten Wachschutz zu installieren, was natürlich löblich ist, aber was natürlich auch nochmal deutlich auf diese Problematik dort vor Ort hinweist. Dazu meine Fragen: Welche Erkenntnisse hat die Stadt darüber, wie sich die Drogenszene am Wiener Platz in den vergangenen Monaten entwickelt hat? Wie viele Polizeieinsätze gab es seit den Sommermonaten? Wie viele Drogenhändler wurden dabei festgenommen? Und zweitens, gibt es seitens bzw. mit Hilfe der Stadt und der Polizeikräfte eine Strategie zur dauerhaften Bekämpfung der Drogenszene dort vor Ort? Sorgt der Einsatz der City-Streife, der privaten Sicherheitsleute dort, für mehr Sicherheit und konnte dadurch ein Rückgang der Kriminalität am Wiener Platz belegt werden? Die Antwort übernimmt Kollege Sieg. Ja, sehr geehrter Herr Genschmach, durch die seit September
diesen Jahres durch das Ordnungsamt verstärkt durchgeführten Fußstreifen im Gebiet zwischen Hauptbahnhof, Wiener Platz, Prager Straße, Altmarkt bis zum Neumarkt und hier in der Hauptstraße hat sich der Eindruck verfestigt, dass vorrangig im Bereich des Wiener Platzes eine Dealer-Szene sich entwickelt hat, die wir bisher auch in den 90er Jahren so nicht kannten. Es ergibt sich aus diesen subjektiven Wahrnehmungen auch, dass dieser Bereich der Dealer sehr stark aus dem Bereich von Flüchtlingen geprägt ist und wir eine gewisse Gewaltbereitschaft erkennen können. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass der gemeindliche Vollzugsdienst hier keine Strafverfolgungsbehörde und erst recht auch keine Vollzugspolizei ist. Insofern können wir diese Fragen, insbesondere was die konkreten Zahlen und Statistiken angeht, nicht als Stadt selbst beantworten. Diese Fragen wären insofern auch an die Polizei zu richten. Zu den Fragen der Polizeieinsätze. Sie haben richtig dargestellt, dass es in einem deutlich zweistelligen Bereich komplexe Polizeimaßnahmen gegeben hat, haben wir als Stadt ebenfalls keine konkreten Feststellungen. Wir haben aber, weil das ein Thema ist, was Stadt und Polizei gemeinsam betrifft, so wie es sich auch gehört, das Thema im Kriminalpräventiven Rat, wo also Polizeidirektion Dresden ja mit interessierten Stadträten auch zusammenkommt, in der Sitzung am 23. Juni das Thema sehr ausführlich behandelt und dort auch über die Strategien und Grenzen polizeilichen Handelns auch gesprochen. Zur zweiten Fragestellung. Es gibt ein Maßnahmenpaket, das wir auch im Kriminalpräventiven Rat besprochen hatten, wo Polizei und Stadtverwaltung sich abgestimmt haben und wo hier auch in Abstimmung, insbesondere auch mit dem Ordnungsamt, die sogenannte City-Streife eine positive Ergänzung auch darstellt. Dieses Maßnahmenpaket besteht einerseits aus den verstärkten Fußstreifen unserer besonderen Einsatzgruppe mit dem Ziel, mit der Präsenz Störungen im Vorfeld zu unterbinden und damit auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bewohner und Gäste der Stadt zu erhöhen. Richtig ist aber auch, und deswegen ist das ein zwingender Bestandteil dieses Konzeptes, die Abstimmung, dass sämtliche Maßnahmen, die mit der Strafverfolgung zu tun haben, natürlich von der Polizei vor Ort passieren und mit der Staatsanwaltschaft auch abgestimmt sind, weil man eben nicht als kommunale Ordnungsbehörde sich in diesen Bereich hereinmischen kann, insbesondere weil eben nicht bei jedem Einsatz im Vorfeld offenkundig ist, ob es sich nur um einen Einsatz handelt, der für die unmittelbar sichtbar handelnden Personen geht, oder der eben darauf abzielt, die Hintermänner zu agieren. Hierzu laufen regelmäßige Abstimmungen. Die City-Streife, ich hatte es gesagt, ist eine Ergänzung, die wir als Stadt begrüßen, die insbesondere auch deutlich macht, dass es neben der öffentlichen Verantwortung von Polizei und Ordnungsamt eben auch ein ureigenes Interesse der Händler gibt und wir sind in einem engen Abstimmungsprozess. Ja, wir kriegen ja bestimmt wieder eine schriftliche Antwort und da könnten wir vielleicht die Fragen, die direkt von der Polizei kommen, vielleicht eingearbeitet bekommen. Sie haben ja den besten Draht dazu, dass wir da vielleicht die Sachen, die wir als Seiten der Stadt nie beantworten können, vielleicht uns von der Polizei zuarbeiten lassen können, sodass wir dann in der schriftlichen Antwort noch eine ausführlichere hätten. Wir bemühen uns. Dann als nächste Fraktion, die CDU-Fraktion, Frau Arnold, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, seit 2010 sind wir mit der Stadtverwaltung im Gespräch bzw. im Schriftverkehr um die Tronitzer Straße, also die Hauptstraße zwischen Tieren und Heidenau, mit einer neuen Straßendecke, einem Fußweg und einer Straßenbeleuchtung auszustatten. Mit Schreiben vom 10.07.2010 wurde angegeben, dass das Straßen- und Tiefbauamt mit der Ausführungsplanung beauftragt ist, ein Baubeginn aber nicht vor 2011 erfolgen kann. 2013 erfolgte mündlich wie schriftlich nach einer von uns organisierten Ortsbegehung das Versprechen, wenigstens eine sandgeschlemmte Wegedecke sowie eine provisorische Beleuchtung einzurichten. Wir freuen uns sehr, dass im Anschluss wenigstens die Straßendecke erneuert wurde. Fußweg und Beleuchtung stehen bis heute aus. Doch statt eines Fußwegs wurde im Frühjahr 2014 auf dem Trampelpfad neben der Straße, den die Tschirener anstatt eines Fußwegs nutzen, im Rahmen der Umgestaltung des Straßenbaumkonzepts der Landeshauptstadt Dresden zur Ergänzung des historischen Baumbestandes weitere Baumpflanzungen durchgeführt. Am 19. Juni 2014 wurde von Unbekannten 11 dieser Bäume abgesägt,
wodurch ein erheblicher Schaden entstanden ist. Auf unsere Anfrage hin hat sich das Straßen- und Grünflächenamt dazu entschlossen, keine Neubepflanzung vorzunehmen. Seither sind wir mit dem Ortsamtleiter kontinuierlich im Gespräch, wann die Befestigungsstangen beseitigt und die Tschirener wieder sicher den Straßenrand belaufen können. Wiederholt wurden uns Termine zur Beseitigung genannt. Zuletzt fand wohl erneut eine Begehung am 16. Oktober statt. Daher habe ich folgende Frage. Einige Anwohner möchten mit uns gemeinsam diesen Missstand beseitigen und mittels einer Sachspende die Befestigungsstangen entfernen sowie zumindest den Trampelpfad mit einer Splittdecke versehen, damit die Tschirener wieder sicher am Straßenrand zur Haltestelle an der Dresdner Straße laufen können. Ich möchte wissen, ob dies grundsätzlich möglich ist. Zum Zweiten, wenn ja, wie kann eine solche Sachspende erfolgen? Wenn nein, was gedenkt die Stadtverwaltung zur Lösung der Problematik beizutragen? Die Beantwortung übernimmt Herr Schmidt-Lamartin. Hm. Jetzt bin ich da, ne? Ob Materialspenden grundsätzlich möglich sind, kann ich Ihnen jetzt noch nicht beantworten, aber grundsätzlich gibt es die Haltung bei mir im Hause, dass eine solche Materialspende mit Schotter oder Split für eine dauerhafte Lösung einer Gehwegbefestigung nicht wirklich geeignet sind. Für eine vernünftig begeh- und berollbare Oberfläche müssen Asphalt- und Betonpflasterbefestigungen verwendet werden. Und für eine Gesamtbefestigung mit ca. 30 cm Deckenaufbau sind dann entsprechend auch weitere Leistungen erforderlich, zum Beispiel Entwässerung und Ähnliches. Bislang ist vorgesehen, und wir werden das auch entsprechend versuchen umzusetzen, den Gehwegbau an der Tronitzer Straße in die Haushaltsplanung 2017-2018 aufzunehmen. Und nichtsdestotrotz wird natürlich weiterhin darauf geachtet, dass die Verkehrssicherheit dort vor Ort gewahrt wird bis dahin. Mhm. Wenn Sie sagen, das ist mit Sachspende möglich, erlauben Sie mir die Nachfrage. Das heißt, in Zusammenarbeit mit einem entsprechenden Gartenlandschaftsbauer vor Ort wäre eine solche Maßnahme nicht möglich? Nee, ich habe gesagt, ob das möglich ist, kann ich Ihnen jetzt so nicht abschließend beantworten. Da müsste ich nochmal recherchieren, ob das wirklich, ich weiß nicht, wie das mit den Sachspenden funktioniert, wie das sozusagen einplanbar ist, weil auch die müssen wir ja entsprechend annehmen können. Dann bitte ich um schriftliche Beantwortung zu den Befestigungsstangen, die also im Moment, es ist eine Hauptverkehrsstraße, da ist kein Fußweg vorgesehen, keine Beleuchtung. Aufgrund dieser großen drei Befestigungsstangen, dieser Jungbäume, ist es gegenwärtig nicht möglich, am Straßenrand zu laufen. Seit dem Sommer letzten Jahres warten wir darauf, dass diese Befestigungsstangen wenigstens abgebaut werden, und das ist immer passiert, wenigstens den Grünstreifen zu belaufen, der mittlerweile so hoch bewachsen ist, dass man das nicht mehr tun kann. Also das ist zum Teil ein Schulweg. Da hätte ich gerne eine Antwort, wann das erfolgt. Auch das würde ich nochmal mitnehmen, mir angucken, wirklich vor Ort, weil ich weiß nicht, wie sozusagen da der Gehweg ist. Ich habe erstmal die Aussage, die Verkehrswegesicherheit ist gewährleistet. Wenn Sie sagen, das ist nicht also so, würde ich mir das wirklich vor Ort nochmal angucken. Ich kann Ihnen gerne gleich ein Foto zeigen. Also kriegen Sie das nochmal in der schriftlichen Beantwortung. Wir kommen zur nächsten Fragenfraktion, die Linke, Frau Appel. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister. Oberbürgermeister, Entschuldigung, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Das Bürgerbüro Klotzsche ist seit dem 1. Dezember geschlossen und als Begründung wurde den Ortsbeiräten der Personalmangel infolge der neuen Regelung im Meldegesetz genannt. Diese Gesetzesänderung wurde aber bereits am 1. März 2013 beschlossen und trat nun am 1. November 2015 in Kraft. Durch die Randlage von Klotzsche, Hellerau und Renitz ergeben sich für alle deutlich längere Wege bei der notwendigen Inanspruchnahme von Leistungen des Bürgerbüros. Die Frage, wie kommt es zu diesem Personalmangel, obwohl die neuen Regelungen schon länger bekannt waren und es die Möglichkeit gegeben hätte, sich darauf einzustellen? Und warum gibt es keine elektronische Möglichkeit der Einreichung und Bearbeitung der Vermieterbescheinigung, um Personal einzusparen? Die Beantwortung übernimmt Herr Erster Bürgermeister Sittel. Ja, vielen Dank. Also zunächst rein geografisch habe ich ein wenig Schwierigkeiten gehabt mit dem Begriff Randlage, weil es natürlich mitten im Stadtgebiet von Dresden liegt. Wenn Sie jetzt von Schönborn gesprochen hätten, hätte ich geografisch Randlage etwas eher akzeptiert. Zum Inhalt.
dass das Bundesmeldegesetz im Jahr 2013 verabschiedet worden ist, ist uns auch als Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit und dem Bürgeramt nicht entgangen. Deswegen haben wir nach den entsprechenden Entwürfen der Verwaltungsvorschriften im Jahr 2014 hausintern den erforderlichen organisatorischen und personellen Bedarf ermittelt. Hieraus ist ein Mehrbedarf von 6 Stellen für die Einbringung in den Haushaltsentwurf 2015-2016 eingebracht worden. Dieser Stellenmehrbedarf ist allerdings in diesem Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt worden. Wir haben daraufhin nochmals die internen Konsequenzen aufgezeigt und deutlich gemacht, dass es weiterhin notwendig ist, diesen Stellenmehrbedarf zu decken, und haben bereits im Frühjahr intern mitgeteilt, dass wir voraussichtlich dann Bürgerbüros schließen werden müssen. Durch die enormen Anstiege im Aufgabenfeld des Bürgeramtes sind auch die freien Ressourcen, die man sonst gelegentlich zusammenziehen kann, durch die uns bekannten allgemeinen Aufgaben so ausgedünnt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Möglichkeit als die vorübergehende Schließung des Bürgerbüros dort gibt. Da war auch noch die Frage gestellt worden wegen der elektronischen Bearbeitung. Es ist so, dass natürlich es Möglichkeiten gibt, Vorgänge auch elektronisch zu beantworten. Das unmittelbare Beantragen oder auch das Abholen der Ausweise ist natürlich etwas, was man vor Ort auch machen muss. Vielleicht noch zur Erläuterung. Wir haben im Bürgerbüro Klotzsche bis dato monatlich 1.198 Vorgänge bearbeitet. Das waren 3,21% der Vorgänge aller Bürgerbüros. Im Vergleich, im Bürgerbüro Altstadt werden 11.605 Vorgänge bearbeitet. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, und das ist etwas, wo wir festgestellt haben, dass nicht immer so transparent ist, jeder Bürger hat die Möglichkeit, in jedes Bürgerbüro zu gehen, also auch ein solches, das vielleicht nicht am Wohnort, sondern am Arbeitsort in der Nähe ist. Und wir werden im Dresdner Norden insgesamt durch die neue Konzeption der Verwaltungsstelle Weixdorf, die ja für Weixdorf, Langebrück und Schönborn zuständig ist, auch in Langebrück Meldetätigkeiten teilweise anbieten können. Ansonsten ist eine wichtige Anregung für alle Bürger, die in Terminknappheiten auch sind, dass wir seit einiger Zeit telefonisch bzw. online feste Termine vereinbaren können, um durch diesen Servicegedanken insbesondere Zeitvorteile auch für die Bürger wieder entstehen zu lassen. Meine Nachfrage, hätte es nicht die Möglichkeit einer Reduzierung der Öffnungszeiten vor Ort gegeben, um sozusagen nicht ein Büro vollständig zu schließen? Und wann besteht die Aussicht, dass das Klotzsche Bürgerbüro wieder für die Anwohner geöffnet sein wird? Ich habe mich persönlich sehr schwer damit getan, der Schließungsvorschlag aus dem Amt zuzustimmen, und habe sämtliche Varianten, die mir eingefallen sind, auch abgefragt. Und ich fand es insbesondere als schlüssig, dass man jetzt nicht grundsätzlich von den Öffnungszeiten so abweicht, dass der Bürger keine klare Orientierung hat. Also einen Tag offen, einen Tag zu ist einerseits schwierig. Und wir haben auch die Situation geprüft, es ist ja ohnehin ein kleineres Bürgerbüro, den Personalbestand zu reduzieren. Nur aus Fürsorgegründen ist es einfach nicht möglich, mit nur einer Person das Bürgerbüro zu besetzen. Und insofern spielt diese Verkürzung und Reduzierung letztendlich dem Servicegedanken nicht nach. Zurzeit besteht die Perspektive einer Öffnung des Bürgerbüros zu dem Zeitpunkt, wo beantragtes zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt wird. Danke. Als nächste Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Frau Harzendorf. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, unsere Frage bezieht sich auf das Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit Pegida-Veranstaltungen und Gegenveranstaltungen. Am 4. Dezember hat Herzstadt Hetze eine Auswertung von Augenzeugenberichten zum Polizeieinsatz und zu Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen am 19.10. veröffentlicht. Der Organisationskreis von Versammlungen, die für Toleranz und Weltoffenheit eintreten, fordert von Stadt und Polizei, die Sicherheit von Menschen auf Demonstrationen zu gewährleisten. Konkret wurden folgende 3 Forderungen aufgestellt. Erstens, strenge Auflagen der Landeshauptstadt für die Pegida-Versammlung zur Unterbindung strafbarer Hetzreden, der Mitführung von Waffen, von gefährlichen Gegenständen oder Böllern, für den Einsatz unbelasteter Ordnerinnen und zum Schutz von Medienvertretern sowie von Passantinnen.
Die stetige Kontrolle der erteilten Auflagen bei der Anreise, auch durch Durchsuchungen durch Ordnungsamt und Polizei. Und drittens, versammlungsrechtliche Gleichbehandlung der Veranstaltungen und Versammlungen von Pegida und gegen Pegida gerichteten Versammlungen, etwa bei der Zuweisung von Plätzen. Meine Frage: Hat die Stadtverwaltung die Dokumentation und die daraus abgeleiteten Forderungen zur Kenntnis genommen und eventuell, also gegebenenfalls, welche Schlussfolgerungen daraus gezogen? Auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Sittel. Frau Hatzenhoff, diese Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und wir alle Hinweise, die einen dienstlichen Bezug zur Arbeit der Versammlungsbehörde haben, werden diese in die Vorbereitung und Meinungsbildung für künftige Veranstaltungen einfließen, insbesondere für die Abstimmung der Versammlungsbehörde mit dem Polizeivollzugsdienst. Dann aber auch werden sie Gegenstand der Kooperationsgespräche mit den jeweiligen Anmeldern sein. Meine Nachfrage, jetzt haben Sie ja gestern stand in der Presse sozusagen auch eingeleitet, dass man das sozusagen vom Oberbürgermeister, dass sozusagen strengere Auflagen geprüft werden. Können Sie sagen, wann da Ergebnisse vorliegen und die Öffentlichkeit eventuell darüber informiert wird? Die ist jetzt anders, als ich Ihnen, aber das war einfach vorher eingereicht. Ist das ein Problem? Ich habe die Differenz zwischen Lesen und Hören wahrgenommen und hatte sie auch erwartet. Der Prüfungsvorgang als solches läuft. Wir können da zurzeit noch keine abschließende Situationsanalyse machen, weil insbesondere die Bewertung eines von Sicherheitsaspekten für eine Veranstaltung immer sehr kurzfristig auch erfolgt. Kurzfristig insofern, dass man sehen muss, was an konkreten Anmeldelagen an den jeweiligen Tagen vorhanden ist. Darüber hinaus ist ja mit Beginn des Dezember jetzt ohnehin in den Kooperationsgesprächen vereinbart worden, eine alternative Routenführung, weil einerseits die Wilsdrufer Straße ja wegen der Sicherheitskonzepte des Striezelmarktes und anderer Weihnachtsmärkte nicht zur Verfügung steht. Andererseits auch Gegenstand der Kooperationsgespräche war, dass man, um die Schlussfolgerungen, die aus Forderungen des Handels bestehen, im Bereich Dr. Külzring-Weisenhausstraße nicht hat und insofern diese Routenführung auch in einen anderen Bereich gemündet hat. Inhaltliche Dinge, die die Versammlung und die Äußerungen dort besprechen, werden dann eben im laufenden Prüfprozess noch berücksichtigt. Und Veröffentlichung wird kurzfristig? Sobald wir dazu ein Ergebnis haben, wird da auch medial darüber informiert. Habe ich jetzt noch die zweite? Ja. Inwieweit sieht die Stadtverwaltung Handlungsbedarf zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Stadtgebiet im Vorfeld und Nachgang von Pegida-Versammlungen am 21.12. und darüber hinaus? Es ist ein dauerhaftes und übereinstimmendes Ziel von Polizeivollzugsdienst und von Landeshauptstadt Dresden, dort insbesondere der Versammlungsbehörde, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Deswegen ist die Vorbereitung für einen solchen Einsatz ein wesentlicher Punkt, wo man sich jeweils abstimmt. Und ich kann insofern nur darauf Bezug nehmen, die Kommunikation, die auch seitens der Polizeidirektion in Dresden, was Kräftesituationen angeht, die Situation nicht erschwert. Nicht gerade erleichtert, aber es ist klar, dass natürlich in dem Maße, wo Beeinträchtigungen zu befürchten sind, die im Vorfeld erkennbar sind, wird man mit entsprechenden Verfügungen vorrangig gegenüber Störern, aber auch gegen Nichtstörern reagieren. Ansonsten ist aus meiner Sicht unzweifelhaft es nicht notwendig, Auflagen zu erlassen, nicht gegen Strafgesetze zu verstoßen, weil die Strafgesetze ja per se einen Geltungsanspruch haben und dies ohnehin in den Aufgabenfeld der Polizei als Teil der Strafverfolgungsbehörden auch zu ahnden an der Stelle. So, zum Abschluss der Fraktion, der Fragerunde für die Fraktionslosen, Herr Krien. Ja, meine Damen, Herr Oberbürgermeister, ich frage also nach einem Vorfall, das war, ich glaube, der 30. Januar diesen Jahres, das Asylheim auf der Löbdauer Straße wurde eröffnet, Tag der offenen Tür. Und dort lagen also in jeder Etage eingeschweißt große Küchenmesser, etwa so lang wie dieses A4-Blatt ist. In jeder Etage. Es sah auch schon ein bisschen komisch aus. Das war also dort zu besichtigen, die Räume mit der entsprechenden Ausstattung. Und in der Küche lagen also diese eingeschweißten Messer in jeder Etage. Und dort habe ich daraufhin die Frau Dr. Kurz angesprochen, ob denn bei dem bekannten Temperament der Bewohner
dort ist nicht, ob es denn da sinnvoll ist, derartige Messer auszulegen, und sagte, nein, das sehe ich nicht so. Der Fall Khaled war zu dem Zeitpunkt ein paar Tage alt, es geisterte durch die Presse schon das Wissen Küchenmesser. Und zwei Monate später kam es genau mit diesen von der Stadt als Erstausstattung zur Verfügung gestellten Messern zu einem Todesfall. Ein Schwerverletzter. Im Moment läuft geradezu der Gerichtsprozess dazu. Ich frage dazu, räumt Frau Dr. Kurz ein, dass ich mit ihr dieses Gespräch geführt habe und dass sie diese abweisende Antwort gegeben hat? Und hat mein Hinweis in der Sitzung vom 28.05., habe ich das zum ersten Mal schon gebracht, zu Konsequenzen bei der Stadt geführt, bezüglich der Erstausstattung der entsprechenden Wohnungen? Und gibt es also jetzt eine veränderte Erstausstattung, nicht mehr als solche riesigen Messer, die also auch missbraucht werden können? Und Frau Dr. Kurz hat also dort ihre... falsch gehandelt, offenbar, als Sozialamtsleiterin. Gibt es da disziplinarische Konsequenzen? Die Beantwortung übernimmt Frau Dr. Kurz. Ja, sehr geehrter Herr Krien, wie am Tag der offenen Tür, so üblich, hat die Sozialamtsleiterin Frau Dr. Kurz an diesem Tag mit sehr, sehr vielen zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. Zudem gehört für Gemeinschaftsunterkünfte ganz klar eine Verwaltungsvorschrift Unterbringung des Freistaates Sachsen immer zwingend dazu. In dieser Verwaltungsvorschrift finden Sie alle wichtigen Informationen, und Messer, ganz klar, sind eine ganz gängige Grundausstattung an Küchenutensilien. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen in der Küche ausschaut, aber auch ich besitze Brotmesser und unterschiedliche Messer. Was? Wirklich? Neben Messern und Gabeln, und schneide damit auch Brot und andere Dinge. Ein Betreiber zeigte jedoch im Sommer an, dass in den Gemeinschaftsküchen größere Messer fehlen. Seitens des Sozialamtes wurden die Betreiber der Übergangswohnheime in der Stadt mit Schreiben vom 25. Juni beauftragt, den Bestand zu überprüfen und die Empfehlung ausgesprochen, fehlende Messer durch kleinere Messer bzw. andere Küchenutensilien zu ersetzen. Aber diese Entscheidung zugunsten kleinerer Messer, Herr Krien, trägt den sich veränderten Ernährungs- und Zubereitungsgewohnheiten der Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften Rechnung, weil sie essen vorzugsweise Fladenbrote und Weißbrote, die nicht geschnitten, sondern gebrochen werden. Damit sind große Messer nicht mehr notwendig aufgrund der Essgewohnheiten. Und dies war, Herr Krien, anders als noch andere asylsuchende Menschen, beispielsweise aus der Russischen Föderation, bei uns in Deutschland in Gemeinschaftsküchen gemeinsam kochten und in Gemeinschaftsunterkünften wohnten. Ja, also Frau Dr. Kaufmann, Sie haben die Frage, ob die Frau Dr. Kurz das Gespräch einräumt, so ein bisschen beiseite geschoben. Wir haben also dann auch noch, habe ich ja auch mit angegeben, Dinge besprochen, die uns irgendwo verbinden. Sie sagt, wie lange haben Sie denn in Jena studiert? Und als ich dann das Jahr nannte, ach ja, da bin ich ein Jahr vorher weg. Also an so ein Gespräch erinnert man sich eigentlich, zumal sie mich ja auch kennt und mich namentlich angesprochen hat, da dort aus dem Gespräch heraus. Sagt sie nur, ich weiß es nicht, oder was ist denn damit? Die Antwort war, Herr Krien, sie hat mit sehr, sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern zu unterschiedlichsten Themen an diesem Tag gesprochen. Ein genaues Erinnern an ihren Aufenthalt, wie Sie es beschrieben haben, in Jena, da gab es keine Auskunft ihrerseits. So, damit ist die Fragestunde für heute beendet. Wir steigen damit in die Tagesordnung.